Größte Auswahl, kleinster Preis. Möbelmaler. Alles außer nein. Möbelmaler. Philipp, schön, dass du da bist. Nimm bitte Platz auf unserem schönen Sofa. Komm auch mit hoch. So, lang hast du geduscht. Hat eine Weile gedauert. Habt ihr gefeiert? Nee, ich muss sagen, das war heute schon doppelt so schnell, wie ich sonst bin. Was? Okay. Ich bin eigentlich immer der Letzte, aus der Kabine rausgeht. Insofern, das war heute schon extrem schnell für mich. Okay, dann sind wir nicht sauer. Versprochen. Ein paar Worte zum Spiel. Das lief ja ziemlich gut für euch heute. Habt ihr das so erwartet? Nee, definitiv nicht. Also es ist immer schwer, wenn man nur 2-3 Tage Pause hat und dann gegen Gegner spielt, der die ganze Woche sich auf einen vorbereiten kann, die Systeme von einem vorbereiten kann und dann einfach heiß ist, weil die eben nur ein Spiel die Woche haben. Insofern haben wir da auch einen noch aggressiveren Gegner erwartet. Aber man muss ja sagen, wenn man jetzt sich so die Tabelle anguckt, dann ist eigentlich klar, Tübingen ist da relativ weit unten. Ihr seid mittlerweile doch wieder recht weit oben. Also hat man schon erwarten können, dass ihr zumindest ein gutes Spiel macht. Ja, soll ich mit einem Mikrofon machen? Besser? Ah, hallo. So, jetzt haben wir leider nur noch ein Mikrofon und du kannst nur noch dann sprechen, wenn ich es möchte. Ich hoffe, das ist okay. Ja, nochmal ganz kurz ein paar Worte zu Tübingen. Sie sind ja nicht sonderlich gut in der Tabelle im Moment. Also ich denke, das Fanherz hat schon ein entsprechendes Spiel erwartet. Seid ihr froh, dass ihr das auch abliefern konntet? Ja, ich hoffe, dass die erwartet haben, dass wir mit mehr als 35 Gewinnen heute gewettet haben. Ich denke mal, da hätte man ein bisschen Geld gewinnen können. Die haben potenziell einen sehr starken Kader. Also die haben in den letzten Jahren haben sie schon sehr gut gespielt, haben einen sehr guten Trainer und haben jetzt halt dieses Jahr nochmal bessere Spieler zu bekommen. Insofern war eigentlich zu erwarten, dass sie noch stärker sind dieses Jahr. Und ich bin auch überzeugt davon, dass sie auch noch einen Run machen werden. Im Augenblick haben sie halt auch Verletzungsprobleme, haben einige neue Spieler. Ich denke mal, deswegen haben sie ein bisschen Probleme, in den Rhythmus zu kommen. Aber es kann jedes Spiel passieren. Und zum Glück ist es heute nicht passiert. Insofern glaube ich auch, dass wir sehr konzentriert und gut gespielt haben. Ich habe jetzt leider deine genauen Statistiken nicht da, aber ich glaube, 7 Punkte, sehr gut verteidigt heute. Bist du zufrieden mit deiner eigenen Leistung? Ja, auf jeden Fall. Also war ein solides Spiel. Ja. Also kann nicht jedes Spiel Valencia erwarten, aber auch wenn das dann natürlich immer der Anspruch ist. Aber wir haben mit 35 Punkten gewonnen. Ich glaube, da kann man sich nicht mehr wünschen. Valencia war für dich ja auch ein sehr gutes Spiel mit einer Quote von 100%. Vielleicht noch ein paar Worte dazu. Wie war das Spiel für euch, die Revanche? Ja, ich glaube, das war jetzt schon ein Highlight für uns in der Saison. Einfach weil die sind gerade in der ACB, in der zweitbesten Liga der Welt, sind sie Zweiter. Sind mit Sicherheit gerade eines der Top 5, Top 10 Teams in Europa. Und ich finde, wir haben sehr souverän von der ersten Minute angespielt und das hat einfach auch Selbstbewusstsein für die großen Aufgaben in der BBL gegeben. Die Leistung gegen Valencia hat ja auch gezeigt, sag ich mal, was möglich ist mit diesem Team. Was war denn der Schlüssel am Dienstag, dass ihr da so habt auspacken können? Ich glaube, das ist heute einfach nicht so bewusst geworden, weil wir einfach zu dominant waren. Aber ich denke, das, was wir heute sehr gut gemacht haben, haben wir auch gegen Valencia sehr gut gemacht. Wir haben sehr konzentriert in der Verteidigung gespielt, haben unsere Principles eingehalten und haben auch jede 1 gegen 1 sehr gut verteidigt. Also ich glaube, dass wir sehr konzentriert einfach im Augenblick auftreten. Vielleicht mal ein paar Worte zum Team dieses Jahr allgemein. Es sind ja doch ein paar neue Jungs dabei. Was macht denn das Team dieses Jahr aus? Welche Persönlichkeiten sind da mit dabei? Ihr habt euch mittlerweile eingespielt, da kann man jetzt vielleicht ein bisschen was dazu sagen. Ja, es ist auf jeden Fall ein etwas ruhigeres Team als letztes Jahr. Ja, wir haben jetzt keinen Omar Salman oder irgendwelche Paradiesbürger dabei. Das sind alles sehr ruhige Spieler, die sehr konzentriert, hart arbeiten und auch abseits vom Spielfeld sich ziemlich ruhig verhalten. Und alles aber auch sehr junge und ambitionierte Spieler sind. Und man merkt einfach auch, wie hart und konzentriert im Training gearbeitet wird. Und ich glaube, wir sind ausgeglichener. Wir haben jetzt nicht mehr diese 1-2 überragenden Leute, sondern spielen einfach stark als Team. Man hat aber gemerkt, dass wir Einspielzeit brauchten, weil es so viele neue Spieler waren, auch viele Verletzungsprobleme hatten. Und wir kommen jetzt erst langsam in Lauf. Ich meine, das war jetzt ein starker Monat und ich hoffe, dass wir jetzt da anknüpfen können.
Vielleicht noch kurz ein, zwei Worte zu Sosa. Kannst du uns sagen, was da jetzt los war und wie es ihm geht? Ja gut, ohne Röntgen oder MRT kann man jetzt nicht viel sagen. Also klar hoffen alle das Beste und er ist dann auch erstmal optimistisch, aber was jetzt da genau ist, wird erst morgen feststellen können. Okay, also es sah auch so ein bisschen aus, so wie er sich bewegt hat, dass er auch Schmerzen hat jetzt im Moment. Also kann man da im Moment noch gar nicht mehr dazu sagen. Gut, dann wenden wir uns doch an ein paar hübscheren Themen zu. Und zwar war ja diese Woche ersichtlich bei Facebook, dass du dir sehr viel Mühe gegeben hast, den amerikanischen Jungs zu Thanksgiving einen Kuchen zu backen. Wie kam der denn an? Hat's geklappt? Ja, der hat geklappt und ich bin auch deiner und von einigen Fans den Forderungen nachgekommen und habe noch 3 Stücke gesichert. Und ja, kannst gleich mal eine Geschmackprobe machen. Ja, wo ist er? Wo hast du ihn versteckt? Ich hätte jetzt echt nicht damit gerechnet. Nein. Oh. Und dann schaut euch den Philipp an. Warte mal, nimm mal. Aber du hast dann die schwere Aufgabe, den zu verteilen, gerecht. Wir machen es so, derjenige kriegt das Stück, wo die beste Frage stellt, na, bei den Fanfragen. Das entscheide auch ich, ja. Nein, Spaß. Wir schauen natürlich, dass möglichst viele was abkriegen. Ich habe mir sagen lassen, das ist ja gar nicht das erste Mal gewesen, dass du fürs Team backst. Ich glaube, du bist so ein bisschen die Team-Mama, ne? Also ich habe gehört, du backst für jede Auswärtsfahrt Brownies. Ist das richtig? Ja, ich hatte ja erstmal einen Ruf wieder gut zu machen. Per hat ja letzte Saison das Gerücht in die Welt gesetzt, dass ich beim Management angerufen habe und wollte, dass die Küche ausgebaut wird, damit ich da einen Kleiderschrank bekomme. habe ich aus Flachs gesagt. Ich habe auch letztes Jahr sehr wenig gekocht, aber ich habe da im Sommer so Spaß dran gefunden. Und ja, jetzt arbeite ich daran, meinen Beruf wieder ein bisschen aufzubessern. Und auf was kann man sich freuen, wenn man von dir eingeladen wird? Was kochst du dann? Spaghetti mit Ja, ich hab so ein Newsletter von Essen und Trinken bestellt und alles, was da so kommt. Versuche ich mal nachzukochen. Und Samba Sosa hat sich immer als verrückt nach den Brownies und so ist dann die Idee entstanden, das für jede Auswärtsfahrt zu machen. Also. Nicht schlecht. Ich glaube, da könnte man gut mal als Teambetreuer mitkommen, wenn man dann von den Brownies probieren darf. Was ist dein Geheimnis bei den Brownies? Dem Rezept zu folgen. Gut, ja, ich sag mal so, man muss auch Vorgaben befolgen können. Gell? Das macht einen guten Soldaten aus. Es ist ja auch nicht das einzige Mal, dass du jetzt deinen Teamkollegen dieses Jahr schon zur Hilfe gekommen bist. Es gab ja auch dieses ominöse Heizungsproblem. Vielleicht kannst du uns da nochmal aufklären, wie das genau ablief und was jetzt der Stand der Dinge ist. Ja gut, ich sage so viel jetzt zum Stand der Dinge. Ich werde mich nochmal um seine Heizung kümmern müssen, weil er sagt, dass er jetzt gerade die ganze Zeit die Fenster auf hat, weil seine Heizung doch irgendwie kaputt ist und nicht mehr ausgeht. Ich glaube, da müssen wir vielleicht mal einen Klempner oder so vorbeischicken. Also vielleicht noch kurz zur Aufklärung für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Will Clyburn war der Meinung, er müsste für die Wohnung, in der er wohnt, erst noch eine Heizung kaufen, weil er nicht erkannt hat, dass schon eine drin ist und wusste dann auch nicht, wie die angeht. Jetzt ist sie offenbar an und geht nicht mehr aus. Also der arme Junge hat es auch nicht leicht hier. Gut, wir kommen zu den Fanfragen. Denkt daran, es ist ein Kuchen auf dem Spiel. Gebt euch Mühe. Da hinten habe ich schon die erste Hand gesehen. Moment. Ich habe keine Frage, ich habe 2 Geschenke mitgebracht, ihr habt das Thema gerade schon angerissen. Ich habe einmal ein Geschenk für den Will, wobei, wenn du sagst, es ist jetzt eh zu warm, dann bringt es nicht unbedingt was. Ich habe vorher einen Tiger erlegt, so wie ihr auch, also den soll er sich vor die Tür legen. Und dann, nachdem du gern kochst, dann habe ich, glaube ich, auch das richtige Geschenk, muss ich mal aufmachen und reinschauen. Bitteschön. Vielen Dank. Guckt mal bitte gleich rein, das wollen wir jetzt schon auch wissen.
glaube, es ist eine Kochschürze. Aufmachen. Wir gucken. Und es steht was drauf. Moment. Heb's mal gerade. Dinner? Dinner with friends. Ja, das sind ja wohl wir dann. Ne? Also das nächste Mal dann, der Kuchen war ein guter Anfang, das nächste Mal dann vielleicht was Warmes. Okay, nächste Frage. Ja, komme. Wer hat dir Kochen und Backen beigebracht? Oh ja. Ja, ich komme aus einer Genießerfamilie. Meine Mutter kocht sehr gut und mein Bruder ist Sommelier. Also das ist so, die Leidenschaft fürs Kochen ist eigentlich, liegt in der Familie. Insofern habe ich da ein bisschen was von dann hoffentlich abbekommen. Okay, nächste Frage. Ah, da hinten. Jawohl. Wie bist du zum Basketball gekommen? Wie war denn das? Erzähl mal. Ja, mein Bruder war damals in der Streetball-Szene aktiv bei uns im Dorf und da hat er mich dann mit drei Jahren mit hingenommen und seitdem bin ich dran geblieben. Natürlich ist dem großen Bruder nachgeeifert dann. Wenn du sagst, die Streetball-Szene in eurem Dorf, was muss man sich da vorstellen? Wie lief das ab? Habt ihr überhaupt einen Platz gehabt oder habt ihr auf der Wiese gespielt? Ne, wir hatten einen Platz und ja, da haben sich immer einige versammelt. Also nee, es war sogar ein gutes Niveau dort. Okay, gibt es weitere Fragen? Jawohl, da hinten. Moment, ich reiche einfach mal durch. Genau, zwei Fragen. Ich hätte zwei Fragen. Erste Frage, bist du eigentlich mit dem Reporter Frank Buschmann gut befreundet? Weil der hat dich ja so ein bisschen zum Kultspieler gemacht mit diesem Ratatatata, steht er übrigens auf meinem T-Shirt hier. Durch die Dreier da bei der, was, EM, WM, ich weiß nicht mehr genau. Nee, wir kommen gut klar, aber es ist jetzt nicht, dass wir jetzt so telefonieren oder enge Freunde sind. Aber ich glaube, das hat uns beide geprägt. Ich glaube, das war ja auch das erste Mal, dass er durch dieses Ratatata irgendwie berühmt oder in Verbindung gebracht worden ist. Also ich finde das eine coole Geschichte, mit so einem legendären schon fast Reporter sowas Gemeinsames zu haben und damit in Verbindung gebracht zu werden. Zweite Frage. Du kamst ja vom FC Bayern Basketball. Dieser Verein ist ja bei den Fans nicht nur in Ulm, also eigentlich überall in Deutschland eher unbeliebt. Jetzt wollte ich mal fragen, wie siehst du das eigentlich als Spieler? Kannst du dir das irgendwie erklären oder ja, wie stehst du dazu? Ja, ist ja ganz leicht, dass es vom Fußball kommt, dass da so eine Rivalität ist es ist ja grundsätzlich immer der Verein, der halt auch so das meiste Geld oder die Finanzkraft hat, der dann auch irgendwo das anzieht. Ich denke, die Jahre davor war es Bamberg, jetzt ist München da ein bisschen mehr in Fokus geraten. Ich denke, dass es der Liga gut tut, auch zum Beispiel jetzt diese kleinen Eskapaden zwischen Berlin und München. Ich glaube, das bringt Aufmerksamkeit und ein bisschen Feuer in die Liga. Und ich glaube, da können am Ende des Tages alle nur von profitieren. Vielleicht kurze Nachfrage von mir in dem Moment. Als Fan hat man oft das Gefühl, dass gerade was die Fernsehaufmerksamkeit angeht, dass da sehr viel der Fokus auf Bayern liegt. Also gefühlt kommt, wenn Basketball im Fernsehen kommt, ist Bayern mit dabei. Ist es dein Eindruck auch so oder siehst du das ein bisschen differenzierter? Ja gut, ich kenne die Seite von München, die Argumentationen, wie die damals da gekommen sind. Und das war halt einfach, dass da gesagt worden ist, dass wenn München spielt, 50% mehr Leute einschalten. Und gut, dann kann man das irgendwo auch verstehen. Also, aber ich mache mir dazu nicht allzu viele Gedanken. Gibt es noch weitere Fragen? Jawohl. Was macht er sonst noch außer Basketball und Kochen? Viel Zeit bleibt ja gar nicht mehr eigentlich. Gibt es noch was, was du machst? Da muss ich überlegen, ja. Ich ruhe mich halt auch viel zwischen den Trainingseinheiten aus.
also da ist halt auch viel Schlafen oder Lesen oder sowas angesagt. Und ja, ich mag nicht nur kochen, sondern ich gehe auch sehr gerne essen oder mal einen Kaffee trinken. Also so verbringe ich auch viel meine Freizeit. Und was liest du? Liest du also Romane, Bücher oder so Fachbücher eher? Bis letztes Jahr eigentlich überwiegend Romane, aber ich versuche jetzt so einen kleinen Übergang hinzubekommen, dass ich auch mal ab und zu ein Sachbuch da einstreue. im Augenblick lese ich Blink von Malcolm Gladwell, ein bisschen psychologisches Buch. Achso, ungeahnte Tiefen. Gut, gibt's noch weitere Fragen? Ja. Was sind deine Hobbys in deiner Freizeit? Wenn noch ein bisschen was übrig bleibt. Kochen, würde ich mal sagen, ist schon eins wahrscheinlich. Ja, kochen. ja, und ich Per und ich finde es ein bisschen schade, dass wir keinen dritten Mann für Skat haben. Ja, da suchen wir immer noch. Ja. Per hatte ja schon... Sehr gut. Ja, ich hatte jetzt meine Zeit in Ulm einmal das Vergnügen, weil wir haben festgestellt, unser Teamdoc kann Skat spielen. Da konnten wir jetzt einmal auf der Busrückfahrt ein bisschen zusammen spielen. Aber ansonsten, klar, kochen, ausruhen, lesen, essen gehen, also ja, das sind so meine Hobbys. Also mit Skat kann ich nicht dienen, Benockel, falls du das kannst. Naja, ich würde es euch beibringen, aber vielleicht können wir ja das auslosen, euren Skat-Partner, vielleicht können wir euch da helfen, mal schauen. Gibt es noch weitere Fragen? Da hinten, ja. Ich reiche das durch. Ja, apropos Team-Doc, spielst du mittlerweile wieder verletzungsfrei oder brauchst du noch was von Ratiofahren? Also ich bin auf dem Spielfeld eigentlich schmerzfrei, abseits merke ich es durchaus schon nochmal. Wenn wir lange Reisen haben, dann kommt es aber vor, dass ich was von Ratiofarm nehmen muss. das ist zum Glück, wird das immer weniger. Also ich habe jetzt vielleicht in diesem ganzen Auswärtsmarathon, habe ich in Varese noch einmal was nehmen müssen, aber ansonsten so wird das immer stabiler. Na, toi toi toi, dass so bleibt. Noch weitere Fragen? Ja. Bei Thorsten Leibenhardt kann es ja durchaus mal vorkommen, dass er am Spielfeldrand die Schiedsrichter etwas kritisiert und dafür ein technisches Foul bekommt. Was geht bei einem Spieler da durch den Kopf? War jetzt heute zum Glück nicht der Fall. Ja, da bin ich ja schon einiges Schlimmeres gewöhnt. Ich habe ja unter Obradovic und Bauermann gespielt und wir sind ja auch nicht gerade... dafür bekannt, also sind gerade dafür bekannt, ja auch ein bisschen da mehr die Schiedsrichter zu bearbeiten. Ich glaube, das ist als Spieler wichtig. Also wenn der Trainer da engagiert ist an der Seitenlinie, dann ist das für einen Spieler ein Zeichen, der setzt sich dafür ein. Ich brauche mich mit dem Schiedsrichter nicht zu beschäftigen, der kümmert sich darum. Und deswegen finde ich das gut, wenn er da ab und zu auch mal, wenn er denkt, dass es jetzt gerade gerechtfertigt ist, ein bisschen lauter wird. Gibt es noch weitere Nachfragen? Nee. Doch? Nein? Okay. Ja oder nein? Na, komm. Ja oder nein? Ja. Was kochst du am liebsten? Ich bin im Augenblick noch so in der Ausprobierphase und deswegen neugierig, was meine Fähigkeiten so hergeben. Und deswegen probiere ich im Augenblick eigentlich immer gerne was Neues aus. Und fall da eigentlich selten auf alte Sachen zurück. Ein paar Sachen, die ich jetzt öfters mal gemacht habe, weil die leicht und schnell dann gehen, war eine frische Pesto und ein türkischer Auflauf. Türkischer Auflauf, was muss man sich da jetzt drunter vorstellen? Da muss jetzt ein bisschen auspacken. Ich glaube, ich muss zu Promi-Dinner oder so, wo es jetzt hier gerade hinführt. Ganz simpel, ein bisschen Fladenbrot und Hackfleisch und eine Soße und Tomaten, das so ein bisschen, das so überbacken. Ist schwer vorzustellen, habe ich vorher auch noch nicht gehört, aber es war halt in einem Newsletter drin, es hat sehr gut geschmeckt und es ging sehr schnell. Okay, da haben wir noch eine Frage. Es ist ja vor Weihnachtszeit und alle backen Plätzchen. Backst du auch Plätzchen selber? Genau, anstatt der Brownies. Ich habe es mir fest vorgenommen, das zumindest einmal auszuprobieren.
bringst du auch welche mit, oder? Ich glaube, der nächste Fan-Talk ist ja erst wieder im halben Jahr, insofern. In die Orange-Zone reinschmeißen, oder? Mit Spaß, ja. Gibt es noch weitere Fragen, ja? Wie lange spielst du schon bei Ulm? Wenn ich mich nicht täusche, ist das meine zweite Saison und ich habe zum Glück noch eine weitere hier unter Vertrag. Da hinten sehe ich noch eine Frage, oder? Nee, das ist, glaube ich, nur ein begeisterter Fingerzeig. Oder? Ist das eine Frage? Nee. Gibt es denn noch Fragen? Nein, ich glaube nicht, oder? Also, dann entlassen wir den Phil jetzt gleich zum Essen. Natürlich erst, nachdem du jede Menge Autogramme und Fotos gemacht hast. Und die erste Station wäre bitte gleich hier vorne bei der Anne-Kathrin. Wird mich gebeten, dich darauf aufmerksam zu machen, damit das nicht untergeht. Und jetzt, wenn das funktioniert, dann kann mal versuchen, jeder, der eine Frage gestellt hat, sich hier durchzudrängen zu mir, dann kriegt ihr ein Stück Kuchen. Ich versuche das jetzt gerecht aufzuteilen. Aber ich garantiere für nichts. Dankeschön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.